Im ersten Teil unserer Mini-Videoserie zum Anti-Doping-System haben wir uns mit den Organisationen und den Strukturen des Anti-Doping-Systems befasst. Im heutigen Video wollen wir uns die Athletenperspektive anschauen und haben dafür drei Interviews mit verschiedenen Radprofis aus unterschiedlichen Leistungs- und Altersklassen für euch vorbereitet. Den Anfang macht Kim Heide, World Tour Profi beim Team Ineos Grenadiers. Dann haben wir Joshua Huppertz, Kontinental, also Drittliga-Radsportler, wenn man das so sagen möchte, beim Team Lotto Kernhaus. Und zu guter Letzt Louis Leidert. Der ist noch Junior, hat dort auch eine Medaille bei den Weltmeisterschaften gewinnen können und ist Mitglied der Nationalmannschaft. Alle drei haben uns mitgenommen in ihren Alltag als Radprofi und uns vor allem erzählt, wie das Thema Doping und das Testsystem sie in ihrem Leben als Radprofi beeinflusst. Wir beginnen mit Kim Heiduk, der gerade erst mit der Vuelta seine erste dreiwöchige Landesrundfahrt beenden konnte. Glückwunsch nochmal hierzu. Ja, er ist seit 2 Jahren World Tour Profi beim Team Ineos Grenadiers und damit automatisch Mitglied im ADAMS, dem engmaschigsten Testsystem der Anti-Doping-Behörden. Was bedeutet das für die Athleten? Ja, servus zusammen. Es ist einfach das ADAMS-System, wo du eigentlich quasi täglich deinen Aufenthaltsort angeben musst und auch deine Aktivitäten, deine regelmäßigen. Und ja, ich glaube, du rutschst da rein, sobald du dann halt deinen Profivertrag unterschrieben hast. Und ja, muss halt jeden Tag einen Stundenslot angeben, wo du quasi fest zur Verfügung stehst, aber die können quasi auch außerhalb des Stundenslots dann vorbeikommen, um dich zu testen. Okay, verrückt. Bedeutet also, dass man jeden Tag eine Stunde lang zu 100% verfügbar sein muss, aber zum anderen auch, dass die Kontrolleure theoretisch zu jedem anderen Zeitpunkt auch vorbeischneiden können. Auch nachts? Also rein theoretisch können die jetzt immer vorbeikommen, aber du gibst halt den Stundenslot kannst du ja auswählen, sag ich mal von 5 Uhr morgens bis Mitternacht, mhm. Und den gibst du halt an, wann es dir am besten passt, aber machst du ja eigentlich regelmäßig, wenn du weißt, okay, da bin ich jetzt auf jeden Fall zu Hause, also meistens dann morgens oder halt spät abends. Also gut, die Kontrolleure scheinen sich zumindest häufig an diese angegebenen Zeiträume zu halten, in denen man dann aber auch wirklich anzutreffen sein muss. Und auch sonst, haben wir ja gerade eben schon gelernt, können die Kontrolleure theoretisch jederzeit vorbeischauen. Was bedeutet das für den Alltag von so einem jungen Athleten? Ich muss schon sagen, dass ich, ja, nicht Angst, aber schon Respekt hatte davor, weil irgendwie ist es ja dann auch so, wenn du drei verpasste Tests hast, dass du dann gesperrt wirst. Also das ist jetzt dann nicht irgendwie so viel und die löschen sich ja dann zwar wieder, aber auch innerhalb, also dauert ja dann ein Jahr, bis die dann wieder verfallen. Und ich sag mal so, also das ist jetzt, keine Ahnung, es kann dann ja schon irgendwie mal vorkommen, dass du halt irgendwie das vergisst oder dass es nicht genau passt oder was auch immer, dass du dann da plötzlich einen verpassten Test hast. Und wenn du einen hast, dann bist du nicht mehr weit weg von zweien und dann wird es halt schon echt gefährlich. Deswegen muss ich sagen, dass ich schon echt Respekt hatte. Jetzt so nach einem oder anderthalb Jahren, muss ich sagen, lebt man irgendwie damit, aber ja, muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen auch, dass man das irgendwie dann immer im Hinterkopf hat, gerade wenn man irgendwie längere Zeiten am selben Ort ist, dass man das dann irgendwie nicht vergisst, wieder neu einzutragen. Kann ich mir vorstellen. Da wird einem die eigene Schusseligkeit relativ schnell zum Verhängnis und man steht als vermeintlicher Dopingsünder da. Aber trotzdem gibt einem dieses Testsystem ja auch irgendwie Vertrauen in einen sauberen Sport. Und Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Wie sehr vertraut man eigentlich als Radprofi seinen Kollegen? Vor allem denen, die so richtig rumrasen. Also, wenn ich jetzt sehe, was ich alles machen muss, und ich bin ja jetzt kein großer Name in dem Sport, deswegen, die werden ja noch viel öfter getestet als ich, sowohl bei den Rennen als auch dann auch zu Hause. Ich glaube, das sind dann schon fast einmal pro Woche oder zweimal pro Woche Tests oder sowas, wenn man das auf ein Jahr dann rechnet. Und also, ich kann jetzt in keinen hineinschauen und ich kann jetzt nicht sagen, okay, der ist auf jeden Fall sauber, aber mit den Testverfahren und allem drum und dran würde ich das jetzt schon mal so behaupten, aber ich kann jetzt nicht jetzt für jemand anders sprechen und sagen, ja, der ist sauber, aber ich gehe jetzt davon mal aus und denke mit den Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, dass das ja auf jeden Fall ein deutlich sauberer Sport ist oder ein sauberer Sport ist. Okay, und wie oft wurde Kim zum Aufzeichnungszeitpunkt Ende Juli schon getestet in diesem Jahr?
Ja, so um die 3, 4 Mal würde ich jetzt mal behaupten. Also einmal im Rennen, glaube ich, dreimal zu Hause. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht kein großer Name und gewinne nicht jeden Sonntag ein Rennen. Deswegen ist es jetzt nicht so viel, aber du gibst ja trotzdem deinen Standort immer an und die können immer trotzdem vorbeikommen. Und genau das ist vermutlich der Kern der Sache. Die Kontrolleure können jederzeit vorbeikommen, man kann sich also nie sicher sein. Und genau das soll dann eben langfristiges und vor allem auch flächendeckendes Doping nahezu unmöglich machen. Unser nächster Interviewpartner, der wird nicht ganz so engmaschig kontrolliert. Joshua Huppertz. Der fährt zwar internationale Radrennen und verdient damit auch Geld, ist aber, weil er eben kein World Tour Profi ist, nicht Mitglied im Adams-Testsystem. Bedeutet auf gut Deutsch, er wird eh nie kontrolliert? Nee, also wir als KT-Sportler in Deutschland sind nicht in dem Adams-System registriert. In Österreich ist das Ganze ein bisschen anders. Dort sind die im Adams-System drin. Wir sind im ATP-Testpool von der NADA integriert und das bedeutet für uns einfach nur, dass wir am Anfang des Jahres einen Wochenplan abgeben, der grob fürs ganze Jahr gelten soll. Das heißt, wann wir wo ungefähr sind, wann unsere Trainingszeiten sind, was wir mit dem Studium oder Arbeit oder sowas an Zeiten haben. Und ja, sonst können aber an sich die Kontrolleure auch jederzeit vorbeikommen. Und bei uns ist das Ganze dann nicht ganz so streng mit dem Misttest, wenn wir da sind oder nicht, weil wir ja nicht jeden Tag angeben müssen, wo wir sind. Aber an sich können die Kontrolleure auch bei uns zu Hause vorbeikommen. Okay, es wird also auch in den unteren Rennklassen getestet. Nicht ganz so häufig, aber dennoch häufiger als in vielen anderen Sportarten überhaupt. Macht in Summe circa wie viele Tests im Jahr? Das kommt immer natürlich darauf an, wie man fährt. Also ich würde behaupten, dass sich das Ganze so ein bisschen zusammenfügt. Wenn man gute Ergebnisse hat und relativ häufig vorne dabei ist, wird man doch auch schon häufiger getestet. Also gerade bei den Rennen wird man dann ja eher getestet. Gerade bei einem Sieg wird man ja eigentlich immer getestet. Aber dann häuft sich das Ganze auch zu Hause ein bisschen. Also so dieses Jahr wurde ich zu Hause noch nicht kontrolliert. Bei einem Rennen wurde ich ausgewählt als jemand, der getestet wird. Aber so die letzten Jahre kam es dann doch auch schon mal vor, wie du gerade gesagt hast, dass die bei uns zu Hause vor der WG standen und geklingelt haben und nach einem von uns gefragt haben. Naja, man muss da schon bei der Wahrheit bleiben. Es war eigentlich immer Yoshi, der getestet worden ist, denn er ist da einfach deutlich erfolgreicher gefahren als ich. Und er ist auch immer noch erfolgreich und deswegen wird er auch immer noch regelmäßig getestet, vor allem bei Rennen. Und hier ist es übrigens so, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern werden vor allem bei den größeren Rennen dann eben immer die ersten drei und häufig dann noch zwei ausgewählte Athleten oder Athletinnen ja zur Kasse bzw. an den Urinbecher oder die Nadel gebeten. Vielen Dank an dieser Stelle an Kim Heidog und Joshua Huppertz, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Die beiden waren übrigens im gemeinsamen Trainingslager, daher auch der gleiche Bildschirmhintergrund. So, und jetzt habe ich mir zum Abschluss des Videos gedacht, wie sieht das eigentlich in den Nachwuchsklassen aus? Wird da so einem jungen Sportler eigentlich auch schon zugetraut zu dopen? Um Antworten zu bekommen, habe ich mich mit Louis Leidert getroffen. Der ist 18 Jahre jung und echt erfolgreich. WM-Medaillen, Vize-deutscher Meister und so weiter und so fort. Wird so ein junger, aber eben auch so ein erfolgreicher Athlet schon getestet? Erstmal moin, sehr gerne. Ja, also das ist nochmal ein bisschen anders, anderer Testpool als bei den Profis. Der Großteil von uns wird eigentlich nur bei Wettkämpfen getestet. Vielleicht mal im Trainingslager oder so mit der Nationalmannschaft, aber sonst nur bei Wettkämpfen. Und da ist halt so die normale Dopingkontrolle, wie man das kennt. Aber ich wurde jetzt noch nie aus dem Schlaf gerüttelt. Da sind wir alle froh, Louis. Das kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Jetzt ist Louis, wie bereits mehrfach angesprochen, ja sehr erfolgreich. Aber werden eigentlich auch normale Junioren getestet? Es gibt praktisch diesen NTP-Nationaler Testpool. Da ist man drin, wenn man eine Kaderzugehörigkeit hat, beim BDR zum Beispiel über den Nationalkader. Aber es gibt ja auch Sportler, die fangen gerade erst an und fahren vielleicht das ein oder andere Rennen und gehören keinen Testpool an, aber wir können ja trotzdem bei dem Wettkampf damit getestet werden. Macht Sinn. Also potenziell könnten alle Junioren mal getestet werden. Wie sieht es denn aber mit Kontrollen zu Hause aus? Wurde Louis da schon mal zum Wasserlassen gebeten? Nee, ich nicht. Mein Freund Ben, auch bei Kernos fährt er, der wird schon häufiger getestet. Aber da sind die dann morgens irgendwie um 6 Uhr oder so gekommen und haben den dann aufgeweckt und dann musste er Urin oder Blutprobe abgeben.
aber bei mir war noch nie jemand. Also zumindest zu Hause war bei Lewis noch niemand. Im Rennen wird er aber regelmäßig kontrolliert. Auch schon in der U17? Ja, ich glaube, ich wurde einmal bei der deutschen Meisterschaft im Cross getestet in der U17. Aber sonst passiert eigentlich eher selten. Also da gibt es so Stichprobenkontrollen, das weiß ich. Aber eigentlich nicht. Und wenn auch nur in Deutschland, also in anderen Ländern, bei Nachwuchsrennen, da ist eigentlich niemand. Auch wenn das Bild ein bisschen gehangen hat, ich denke, die Aussage hat man verstanden. Auch in der U17 wird schon getestet, also werden auch 15- und 16-Jährige erstmal auch verdächtigt. Zumindest in Deutschland. Und deswegen würde es mich sehr interessieren, wenn die Schweizer und Österreicher und auch die Luxemburger unter unseren Zuschauern mal kommentieren könnten, wie das denn bei Ihnen in den Nachwuchsklassen aussieht. Damit kenne ich mich leider nicht so aus und ja, wir konnten jetzt auch nicht 30 Leute interviewen. Zum Abschluss habe ich Lewis dann nochmal gefragt, wie man denn eigentlich so als junger Rennradsportler wahrgenommen wird, zum Beispiel im Schulkontext. Ich erinnere mich, bei mir war das so, wenn ich jemandem gesagt habe, ja, ich mache Radsport, dann war die erste Frage gleich immer, dopst du? Und da war ich einfach gespannt, ob sich da etwas geändert hat. Boah, ich würde sagen, das ist immer noch so. Also ich kann mich noch erinnern, als mein Englischlehrer zu mir gesagt hat, du brauchst es uns jetzt nicht hier zu sagen, aber wir wissen ja alle, wenn du so schnell Rad fährst, das kommt nicht von irgendwo her. Also die meisten denken halt, dass das immer noch so gang und gäbe ist. Aber die meisten Radsportler im Nachwuchs haben eigentlich eher andere Probleme, als sich irgendwas zu spritzen oder so. Und ich bin auch fest davon überzeugt, gerade das, was ich jetzt mitbekommen habe mit meinem neuen Team und die Umfelder dort, das ist so professionell heutzutage. Also ich denke, das hat sich sehr, sehr stark gebessert. Liebe Grüße an der Stelle an den Englischlehrer. Gar nicht mal so cool, aber dennoch spannend. Was ebenso spannend ist, ist, finde ich, wie Lewis diesen Mentalitätswechsel im Nachwuchsradsport beschreibt. Viele Junioren, die wissen halt, wie wichtig die Gesundheit ist, aber auch, wie viel man eben über Ernährung und so rausholen kann. Und das sollte ja... Ich meine, es gibt immer Betrüger, aber selbst bei Betrügern wäre das der erste Schritt, den man geht. Und weil das einfach super einfach zugänglich ist, sich seine Ernährung zu verbessern, besser zu trainieren. Und gerade Nachwuchssportler, die arbeiten halt an solchen Dingen, um dann erstmal mit dem einen oder anderen Team in Kontakt zu kommen. Wenn man dann halt eine höhere Testpro-Zugehörigkeit bekommt oder zum Beispiel vielleicht in dieses Adams-System aufsteigt oder auch bei der NTP, also nationaler Testpro-Zugehörigkeit, dann kommen die Nationaltrainer und dann kommen auch immer Leute von der NADA, die geben dann so Vorträge und dann wird man eben nochmal deutlich besser aufgeklärt über die langfristigen Folgen für die eigene Gesundheit. Und deswegen denke ich, dass dieses aufbauende System, das wir da haben, vor allem jetzt in Deutschland, dass das schon gut dagegen arbeitet, dass Sportler überhaupt diesen Anfang haben, erstmal in Kontakt mit solchen leistungssteigernden Substanzen zu kommen. Ja. Ja, super interessant. Vielen Dank, Lewis, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und viel Glück auf deinem weiteren Weg. Ich glaube, den Jungen, den kann man sich mal ankreuzen. Ich denke, da werden noch ein paar Erfolge in der Zukunft auch bei den Profis kommen. Ja, auch an euch an der Stelle vielen Dank fürs Anschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo auf unserem Kanal. Denn dieser Kanal, der wird von waschechten Amateursportlern betrieben. Und da habe ich noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Denn ich fahre noch so, na, keine Ahnung, 10 bis 15 Amateurrennen im Jahr. Und auch ich wurde dieses Jahr schon auf Doping kontrolliert. Bei den deutschen Meisterschaften Kriterium war ich einer der zwei zufällig ausgewählten Sportler und musste eine Urinprobe abgeben. Also man sieht, auch im Amateursport wird kontrolliert, fand ich spannend und dachte ich mir, bringe ich doch mal mit. Wenn es noch einen Teil 3 geben soll von dem Video, dann muss das natürlich ordentlich geklickt werden, ist klar. Aber zum anderen habe ich mir gedacht, okay, worüber könnte man denn noch sprechen? Und eine Seite, die man gar nicht bis jetzt abgedeckt hatte, war die medizinische Seite. Und vielleicht können wir uns ja irgendjemanden organisieren, der sich mit den Testverfahren etc. pp. Auskennt und da vielleicht ein bisschen was zu erzählen kann, wie er das Ganze so einschätzt, wie sehr man hinterherhinkt oder ob man da eben up-to-date mit den Doping-Sündern ist. Und für euch habe ich noch die Frage, ob ihr euch denn vorstellen könntet, Mitglied in so einem engmaschigen Testsystem
wie dem Adams zu sein. Ich finde das schon ganz schön krass, was man da von den jungen Sportlern verlangt. Klar, wir haben es uns selber zuzuschreiben, aber dennoch finde ich es gut, da mal so ein Augenmerk drauf zu legen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Anschauen. Macht's gut, bis zu den nächsten Videos. Ciao, ciao.